Sie tragen zwar keinen Schlips und kein Jackett, diskutieren können die 120 Grundschüler im Niedersächsischen Landtag aber schon wie die Großen. Emilia Marie aus Seelze war ganz vorne mit dabei und hat Präsidentin Gabriele Andretta gleich mal den Job geklaut. Wichtig ist, dass man bei Streitigkeiten nicht schlägt, nicht tretet und halt, dass man halt weiter streitet, aber sich dabei in die Regeln hält. Das ist halt sehr wichtig. Und dass man die anderen ausreden lässt, auch wenn einem die Idee gerade nicht gefällt. Genau das fällt aber selbst den Profis manchmal schwer. Ich habe den Eindruck, junge Leute, die viel früher anfangen, auch mit Mitbestimmung, mit Demokratie, mit Diskussion, die haben das besser drauf als wir Alten mitunter. In Arbeitsgruppen haben die Grundschüler heute zum Beispiel über Umweltschutz, Corona oder auch Kinderrechte diskutiert und die Ergebnisse dann den Politikern präsentiert. Würdest du dir denn wünschen, dass ihr Kinder, dass du mehr Mitspracherecht bekommst? Also ja, dass es hier öfter solche, dass es öfter sowas gibt, wo Kinder hinkommen und dann ihre Meinung sagen können. Am besten gefällt mir halt, dass, also zum Beispiel jetzt, wie ein Kind vorne war, hat es mich gefreut und mich motiviert und ich wollte halt auch einmal vorne sein. Aber ich bin schon in meinen Gedanken vorne und das ist halt schön. Mehr Mitspracherecht für Kinder und Jugendliche, das fordert auch die FDP-Fraktion. Wir als Freie Demokraten haben gerade vorgeschlagen, ein Kinder- und Jugendparlament in Niedersachsen einzurichten, um eben strukturiert Kinder und Jugendliche in die Landespolitik einzubinden. Das heißt, dass die Beschlüsse des Kinder- und Jugendparlamentes dann auch im richtigen Parlament besprochen werden. Das soll auch mit den Vorschlägen der Kinderkonferenz passieren. Kinder haben es verdient, ernst genommen zu werden. Und wie ernsthaft Kinder mit Demokratie umgehen, das durften wir heute erfahren. Spaß gemacht hat es der Übergangslandtagspräsidentin neben all den ernsten Themen aber auch. Ja, das war sehr toll, weil quasi man ist dann halt so in so einer großen Halle, es ist alles so aufregend und es war halt Wahnsinn, das mal zu machen zu dürfen. Emilia will sich auf jeden Fall weiter für Demokratie engagieren. Die nächste Kinderkonferenz findet dann in 2 Jahren statt.